Hallo meine lieben Klemmbausteinfreunde, hier ist Lukas von Orderly Creative Creations und ich habe euch mal hier von Friends ein 10-Euro-Set mitgebracht von 2020, die 41425 Olivia's Flower Garden. Das ist zumindest die Brickset-Beschreibung. Und hier die Abenteuer der Rückseite. Nichts, vor dem man sich fürchten sollte. Ich habe mir das Schrohr ein bisschen geklaut. Hier haben wir einen Karren, einen Roboter und halt eine Station, wo man was machen kann. Also das ist das Gerümpel, was beim Bau übrig bleibt. Also eine Menge Tiles und diese immer von allem so eine Blume. Die Schere ist ganz praktisch. Ist ganz cool. Ansonsten dann haben wir hier einen putzigen kleinen Roboter. Mit so einem Stützrad und einer Schere in der Hand und einem Fedora auf dem Kopf. Dann die Gewächshausstation. Ich habe das Vieh mal auf den Tisch gestellt. Das ist so. Was ist denn das? Meerschweinchen? Hündchen? Irgendwie sowas. Hier, das ist ein Sticker. Dafür habe ich hoffentlich einigermaßen gerade aufgeklebt. Sieht zumindest so aus. Und dann halt ein paar Blümchen. Hier, das ist ein Print. Das ist ganz cool. Diese Blumen, die hasse ich, weil die gehen andauernd ab. Hier, das geht auch andauernd raus. Kann man schön Gärtner nachspielen. Natürlich auch mit Hightech-Beschriftungen im Hintergrund. Das Dach kann man schließen. Wenn es regnet. So. Und dann wahrscheinlich das Highlight ist, dieser Transporter mit Olivia. Bestimmt auch E-Auto und so weiter. Und hier sind so, werden so drei Pflanzen transportiert und eine Schaufel und eine Heugabel. Die Schaufel ist ganz gut. Also als Teilespender ist vor allem das Teil sehr interessant mit der grünen Grundplatte und dem Tisch und den Pflanzengedöns. Ansonsten, die Werkzeuge kann man auch gut verwenden. Der Hut kommt einer cooleren Figur zugute, definitiv. Als der hier. Ja, also für 10 ist das ganz nett. Man bekommt so dieses Fahrzeug, wo man hier rumdüsen kann. Und man bekommt hier so eine Gewächsstation und so kleine Roboter. Also alles in allem ganz putzig und empfehlenswert, würde ich auch sagen. Also ich finde das ganz lustig. Und für das Geld ist das definitiv. Also ich habe gemerkt, France ist relativ teuer, aber das ist echt gut. Das ist ein gutes Gebot für 10 Jahre, was man da bekommt. Also das ist ein gutes, ich bin eingeladen beim Kindergeburtstag und also ich nicht. Aber andere sind eingeladen beim Kindergeburtstag und wollen was schenken und für 10 ist das eine coole Sache. Genau. Klare Empfehlung. Und ja, hier ist nochmal kurz die Anleitung. Also batschen einfach. Also hier mal vielleicht nicht. Aber ansonsten passiert da wenig. Und gut Spiel, okay. Hier ist die Teileliste. Und ihr seid erlassen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr müsst euch das nicht angucken. Habt einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.